Wie entstehen Gesellschaften? Was führt dazu, dass sie sich mit der Zeit verändern oder sogar untergehen? Auf diese zentralen Fragen der Menschheit suchen Forscher der Universität Tübingen Antworten. Im Sonderforschungsbereich Ressourcenkulturen. Mehr als 20 Projekte auf 3 Kontinenten erforschen einen Zeitraum von fast 30.000 Jahren. Sie wollen wissen, sind Ressourcen der Schlüssel für den Aufstieg und Niedergang von Kulturen? Mehr als 60 Wissenschaftler aus unterschiedlichen Forschungsdisziplinen arbeiten in Tübingen an einem umfassenden Verständnis vom Umgang mit Ressourcen. Von den Neandertalern bis heute. Also ein Sonderforschungsbereich ist eine einmalige Sache. Sie haben an einem Ort, an einer Universität, eine unglaubliche Vielfalt von Wissenschaftlern. Wir fangen an bei den Doktoranden bis hin zu den Professoren, die schon lange da sind. Wir haben Leute aus 9 verschiedenen Ländern, über 60 Wissenschaftler. Es ist eine unglaublich anregende Atmosphäre, die dann auch Kreativität weckt und die einem selbst die Möglichkeit gibt, neue Dinge zu lernen, genauso wie mir anderen Dinge beizubringen. Ziel der Tübinger Wissenschaftler ist es, Ressourcen neu zu definieren. Sie fassen den Begriff viel weiter, als er im Alltag genutzt wird. Also was wir auf jeden Fall machen wollen, ist eine Art Sensibilisierung dafür, dass Ressourcen auch andere Dinge sein können als das, was wir eben heute meinen, Erdöl, Wind, Sonne oder ähnliches, sondern dass es eben halt auch eine ganze Reihe andere Dinge gibt, die für Leute wichtig sein können, die also Grundlagen von Gesellschaften sind. Neben materiellen Ressourcen könnten also auch immaterielle Ressourcen für Gesellschaften wichtig sein. Ressourcen sind auch Wissen oder Ressourcen sind auch Religion. Ressourcen sind nicht nur Edelmetalle oder Wasser, sondern Ressourcen sind all das, womit sich eine menschliche Kultur aufbaut und am Leben hält. Sind also Ressourcen verantwortlich dafür, dass große Kulturen wie die Griechen oder Maya aufblühten und plötzlich wieder von der Bildfläche verschwanden? Den Forschern geht es nicht um die isolierte Betrachtung einzelner Ressourcen wie Bodenbeschaffenheit, Rohstoffvorkommen oder Traditionen. Sie sprechen von sogenannten Ressourcenkomplexen. Wenn Sie sich einen Landwirt vorstellen, der ein Feld beackert, dann hat er natürlich die Ressource Boden im Untergrund. Aber genauso braucht er seinen Traktor, um das Feld zu bearbeiten. Er braucht Technologie, um die Ernte danach haltbar zu machen und so weiter und so fort. Und das bezeichnen wir als einen Ressourcenkomplex. Sowohl materielle als auch immaterielle Ressourcen wie Wissen für die Entwicklung von Gesellschaften zu untersuchen. Dieser Ansatz der Tübinger Forscher ist in der Form einzigartig. Dass wir tatsächlich eben nicht davon ausgehen, dass Ressourcen etwas sind, was von Natur gegeben ist, sondern dass wir uns eben bemühen, Ressourcen als etwas kulturell und auch sozial Bestimmtes zu sehen und dass wir wiederum eben versuchen herauszufinden, wie das eben genau in gesellschaftlichen und kulturellen Prozessen eine Rolle spielt. Diese Prozesse erforscht das junge Team des Sonderforschungsbereichs interdisziplinär. Jede Disziplin, ob Archäologie, Geowissenschaft, Geschichte oder Ethnologie, bringt dabei ihre ganz eigenen Forschungsmethoden ein. Naturwissenschaftliche Laboranalysen treffen auf archäologische Grabungen, altphilologische Textanalysen oder ethnologische Beobachtungen vor Ort. Eine Bereicherung für den gesamten Forschungsprozess. Und diese schönen Strukturen. Okay, perfekt. Dann haben wir's. Der wissenschaftliche Nachwuchs profitiert vom innovativen Ansatz des Sonderforschungsbereichs. Aber auch für die Gesellschaft generell ist die Forschung der Tübinger Wissenschaftler interessant. Denn sie ist aktueller denn je. Nehmen Sie als Beispiel zum Beispiel das aktuelle Konzept des ökologischen Fußabdrucks. Wir wissen, dass wir in der Regel schon in der ersten Jahreshälfte all unsere Ressourcen verbraucht haben. Obwohl wir das wissen, handeln wir nicht danach. Das heißt, wenn wir die Ressource Wissen auf der einen Seite nehmen und die anderen Ressourcen, die wir jetzt im ökologischen Sinne haben, Boden, Wasser, Pflanzen, Biodiversität, dann passt das eigentlich nicht zusammen. Und das ist zum Beispiel so eine Frage, wie kommen solche Konstellationen zustande? Wo ist die Dynamik in diesem Prozess? Ressourcen waren, sind und werden für uns und unsere Gesellschaft eine wichtige Grundlage bleiben. Der Sonderforschungsbereich Ressourcenkulturen hilft uns, diesen elementaren Themenkomplex Ressource besser zu verstehen.
Thank you.